Mädels, einen wunderschönen guten Morgen an unserem letzten Tag. Wie man sieht, wir haben MacPom verlassen. Ich bin hier mal kurz rangefahren, um noch eine kleine Anmoderation zu machen. Getankt haben wir auch schon. Es sind noch leichte Nachwehen von gestern. Es war tatsächlich gar nicht mehr so schlecht wie erwartet. Also unsere Leute sind dann doch noch gekommen. Demnach hat sich das Ganze gebessert. Wir sind jetzt quasi an der Grenze zu Brandenburg, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend haben wir gleich Deutschlands Wüste vor uns, was sehr eintönig werden wird. Weil ich meine, wir kennen es ja schon mit dem Moped, die haben ja schon zwei, drei Bilder an dem Schild gemacht. Dementsprechend haben wir noch grob in etwa so 350 bis 400 Kilometer bis nach Hause. Das Ganze fahren wir jetzt. Dann sieht man sich entweder während der Fahrt nochmal oder wenn wir angekommen sind und die Kiste ausräumen. Also bis dahin, mach's gut. Ciao. So Mädels, und zwar, wir sind jetzt in etwa noch so 150 Kilometer von zu Hause entfernt und mir ist gerade aufgefallen, dass das Lenkspiel mehr geworden ist, und zwar gefühlt so ein bisschen erheblich mehr. Deswegen hatte ich mal angehalten und habe mir das Ganze mal angeschaut, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, ich mache mal kurz die Musik aus. Und zwar, wenn man das sich hier so anschaut, das ist unser Lenkspiel und es passiert halt wirklich nichts. Deswegen, ich hatte jetzt zuerst hier unten geschaut, hier unten hat man ja diesen Gummisitzen, der ist aber in Ordnung, aber was man sieht, ist, dass das Lenkgestänge hin und her geht. Daraufhin ist mir aufgefallen, wenn man am Lenkrad wackelt, das mache ich jetzt mal, bewegt sich das Lenkgetriebe mit, und zwar echt viel. Ich habe gerade mal geschaut, die Muttern sind noch dran, es hat sich scheinbar nur gelöst. Demnach ziehe ich den ganzen Mist jetzt nach, dann sollte das Ganze wieder ordentlich lenken. Bei sowas müsst ihr halt immer aufpassen, wenn ihr irgendwie ein Verhalten feststellt, was irgendwie das Moped, das Auto, was auch immer macht, was dann irgendwann mehr wird, da sollte man am besten direkt danach gehen, gerade bei so einem Trabi ist halt nicht so viel dran, bevor zum Beispiel die Mutter weg ist, weil es sind zwei Schrauben, zwei Muttern, die das halten. Wenn da eine Mutter weg ist, dann hast du halt schon mal einen Scheiß. Dann lenkt sich das Ganze nur noch mistig. Deswegen, ich ziehe das Ganze jetzt mal nach und zeige euch gleich das Ergebnis, wie es dann ausschaut. Und zwar sind es diese beiden Schrauben hier unten, einmal die und einmal die. Und die werden halt von unten durch eine Mutter gegengehalten. Und wie man hier sieht, die ist schon mal ganz locker und die hier auch. So Mädels, also wir haben das Ganze gefixt, indem wir halt, also einer hat unten gegengehalten, der andere hat oben gedreht. Wenn man jetzt sieht, wenn ich am Lenkrad wackel, bewegt sich das Lenkgetriebe nicht mehr, sondern nur noch die Koppelstange. Also so wie es eigentlich sein sollte. Deswegen, ich würde mir ja kurz die Hände waschen. Dann packen wir in der Zeit hier das Zeug zusammen und dann geht das Ganze auch schon weiter. Jo Mädels, also wir setzen jetzt den Dramek ab, haben es erstmal soweit geschafft, müssen jetzt noch die Kiste ausräumen, reicht aber auch so ein bisschen, ne? Ja, eigentlich. Also die letzten paar 500 Kilometer, die waren schon eklig. So Mädels, also wir haben den Montag, der
nächsten Woche. Also wir haben jetzt noch 4 Tage frei, die wir uns ja eingeplant hatten, die 4 Wochen für die Tour. Auf alle Fälle, Trabant steht hier, Trabant fährt noch. Der Innenraum ist wieder drin, hatte ich tatsächlich kurz nach der Tür... ist natürlich zu hier, der Hobel. Hatte ich kurz nach der Tour wieder eingebaut. Gibt es noch diverse Dinge, die ich nach anderen Leuten zurückbringen muss. Auf alle Fälle so Ersatzteile und so, die ich mir geliehen habe, die sind schon alle zurück. Ja. Sieht wieder aus wie ein Auto von innen. Ist auch einigermaßen sauber. Ja, wir sind zwischendrin noch mal kurz übers Feld gefahren, aber ist ja auch erstmal vom Prinzip. Kann man sagen, Tour war geil. Ganz gut, war geil. Ja, aber so richtig Bock auf Zelt haben wir dieses Jahr eigentlich nicht mehr. Nee. Und auch keinen Bock im Trabi zu pennen. Genau, deswegen sind wir auch gar nicht mal so traurig drüber, dass es halt jetzt rum ist. Ja, wir haben gerade noch die Abrechnung gemacht. Unsere Hochrechnung hat ergeben, dass wir für die 3 Wochen waren wir unterwegs. Ziemlich genau 2.100 Euro zu zweit verbraucht, sprich pro Person knapp über 1.000 Euro. Und das für 3 Wochen Ausland mit Fahrt und Fähre und so, ist schon eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Hier wird es noch ein bisschen Arbeit geben. Da kommen dann wieder meine breiten Felgen drauf. Und ich würde den ganz gerne auch mal von unten so angucken, weil wenn ich das hier sehe, das war nämlich vorher alles mal frisch gepinselt. Und der sieht von unten echt aus wie gesandstrahlt. Ja, jetzt gehen wir erstmal hier, trinken wir ein Bier. Wir danken euch fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Wenn ihr euch diesen Cringe bis zum Ende gegeben habt. Ja. Naja, danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zur nächsten Tour. Irgendwann. Trabant ans Mittelmeer 2024. Irgendwas. Oder einfach irgendwas. Jo, also bis dahin, macht's gut. Ciao.